Da ist Musik drin. Das soll Hans Pölzig seinen Studenten gesagt haben, wenn ihm ein Entwurf besonders gut gefallen hat. Da ist Musik drin, das hat er vielleicht auch hier gesagt, zu diesem Gebäude. Hans Pölzig, der Architekturstar der 20er Jahre, hat schon in der Kaiserzeit in Breslau eine Kunstschule geleitet, die für manche das Bauhaus vor dem Bauhaus gewesen ist, hat in Berlin das Rundfunkhaus in der Masurenallee gebaut, das große Schauspielhaus mit der Tropfsteinhöhle leider zerstört oder eben auch die Gebäude am Rosa-Luxemburg-Platz mit dem Kino Babylon. Also einer der ganz großen in der Weimarer Republik. Und da ist Musik drin. Für wen hat er das gesagt? Zu wem aber hat er das gesagt? Bevor ich das erkläre, der große Skandal. Aber kein Skandal aus der Weimarer Republik, da gab es viele Skandale, sondern ein Skandal aus der Gegenwart. Dieses Gebäude hinter mir soll abgerissen werden. Man sieht schon eine Abrissplane oben auf dem Dach. Man sieht Schutt und Müll hier vor dem Gebäude. Ein wirklicher Skandal. Warum? Weil dieses Gebäude so viel zu erzählen hat. Hans Pölzig ist in dieses Gebäude selbst eingezogen, aber gebaut hat nicht er es, sondern seine Frau. Marlene Pölzig hat diese besondere Aufgabe bekommen und hat dieses Gebäude als einer der frühesten Architektinnenhäuser in Deutschland realisiert. Das war schon eine Sensation. Und in den Medien wurde wild darüber berichtet, über diesen Bau. Vor allem auch über den Innenbereich. Da gibt es nämlich eine Besonderheit, dass der Arbeitsbereich und der Bereich für die Kinder gleich groß waren, beziehungsweise der Bereich für die Kinder ein bisschen abgetrennt, öffnet sich nach draußen dann in den Garten mit einer Plansche. Und die drei Kinder von der Familie Pölzig hatten hier so viel Platz zum Spielen. Weitere historische Besonderheiten. Pölzig ist dann 1936 gestorben. Hier wurden jüdische Intellektuelle versteckt in dem Gebäude. Und 1937 ist der Regisseur Veit Harlan hier eingezogen, der mit dem üblen Propagandafilm Jud Süß in die Filmgeschichte, in die dunkle Filmgeschichte eingegangen ist. Und hier in dem Gebäude gab es wohl auch einen Vorführraum, wo er sich diesen Film dann angeschaut hat. Dann kommen wir jetzt zu der Nachkriegsgeschichte und da gab es auch einige Herausforderungen für dieses Gebäude. Und das schauen wir uns einmal von hinten an. In der Nachkriegszeit gab es einen wichtigen Eingriff in das Gebäude. Aus dem für das neue Bauen so typischen Flachdach wurde ein Walmdach, was wir auch sehr schön hier vorhin sehen. Und dieser Eingriff hat natürlich das Gebäude stark verändert. Aber ansonsten ist sowohl in der Innenausstattung wie auch im Gartenbereich sehr, sehr viel Original erhalten. Umso mehr schmerzt es, dass das Gebäude nicht als erhaltenswert, nicht als schützenswert von dem Denkmalschutz gehalten wurde und der Abriss kurz bevorsteht. Was können wir dagegen machen? Es gibt eine Petition, die einen Stopp dieser Abrissarbeiten fordert. Und da würde ich mir wünschen, dass ihr das unterstützt, weil dieses Gebäude aufgrund von Marlene Pölzig, von Hans Pölzig, von der ganzen Geschichte danach absolut erhaltenswert und als ein typisches Gebäude für Berlin zu der Stadt dazugehört. Insofern findet ihr den Link zu der Petition unten in dem Text und ich würde mich freuen, wenn ihr unterzeichnet.